Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich teste heute eine Essence Foundation und zwar die Fresh and Fit Foundation mit Vitaminkomplex und Niacinamid in der Farbe Fresh Ivory und die soll bis zu 12 Stunden halten. Finde ich völlig okay, ja, also utopisch wäre 24 Stunden oder was bei manchen Make-up immer draufsteht. Ja, also ich teste das jetzt zum ersten Mal. Ich habe die noch nicht geöffnet und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Lässt die Haut gesund erstrahlen dank des Vitaminkomplexes aus Vitamin E, B5 und Niacinamid. Das Make-up kann man zum Beispiel im DM kaufen und der Preis wäre 4,95 €. Ich habe mir die Farbe Fresh Ivory ausgesucht. Das ist die Farbe 10. Ich prime mein Gesicht mit dem Catrice Primer Goodbye Pores. Nutze ich sehr gerne, weil dieser Primer sich wirklich sehr, sehr schnell auftragen lässt. Es zieht sehr schnell ein und man kann ziemlich schnell mit dem, mit dem Make-up weitermachen. Primer ist aufgetragen und jetzt nehme ich erstmal einen Pump-Hub. Erstmal muss man ein bisschen pumpen, damit das Produkt sich hochsaugt sozusagen beim ersten Benutzen. Das ist die Foundation und ja, ganz normale Flüssig-Foundation. Die Farbe müsste eigentlich auch stimmen. Und das trage ich jetzt erstmal mit den Händen auf. Was mir sofort auffällt, die Foundation hat einen Duft, einen zarten Duft. Es ist nicht so penetrant, wirklich sehr zart, aber sie duftet. Wonach duftet sie? Also kein starker Parfümduft, sondern eher normale, kann ich nicht definieren, ganz zarter, feiner Duft. Sie lässt sich wirklich sehr schön und sehr einfach auftragen. Sie zieht jetzt nicht auch sofort schnell ein, ja, dass man zügig arbeiten muss. Sie lässt sich wirklich ganz toll auftragen. Das ist ein Auftrag wie eine Creme. Ich trage hauptsächlich meine Make-ups immer mit den Händen auf. Kommt auch auf das Make-up an, hängt auch vom Make-up ab. Genau, welche Konsistenz das Make-up hat. Und jetzt in diesem Fall mit den Händen reicht es völlig aus. Die Deckkraft ist eher leicht. Ja, eher leicht. Aber ich denke, man kann die auch schichten. Wenn man da jetzt stärkere Rötungen hat. Ich guck mal eben, hier zum Beispiel habe ich eine kleine Rötung, die werde ich jetzt versuchen mit einer zweiten Schicht, aber so ein bisschen abzutupfen und ja, einfach mal gucken, wie deckend die dann ist, wenn man die schichtet. Das war jetzt dieser eine große Pump-Hub fürs ganze Gesicht und im Moment, also der Farbton passt. Im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Auftrag und die fühlt sich sehr seidig an, finde ich. Sehr, sehr cremig, wie so eine Creme. Ich nehme jetzt noch einen Pump-Hub, um so die restlichen Stellen noch zu bearbeiten, die ich gerne abgedeckt haben möchte. Aber die Deckkraft ist tatsächlich leicht bis mittel. Ja, doch. Finde ich schon. Ich hätte jetzt echt gedacht, sie hätte wirklich eine sehr, sehr leichte Deckkraft, aber ich finde, die deckt so das Gröbste eigentlich ganz gut ab. So, jetzt werde ich von der Sonne angestrahlt. Sonne kommt raus. Yay! Die Lunge hat da zwischen den Wolken hervor. Versucht sich durchzuschlagen. So, ich gebe auch etwas auf die Augenlider.
Sieht man die rote Stelle hier noch? Geht wohl. Na, eigentlich ist alles ganz gut abgedeckt. Vielleicht die leichten Augenschatten so ein bisschen abdecken. Ja, also da, wo meine Haut doch ein bisschen faltiger ist und trockener, würde ich jetzt mit dem Make-up-Schwamm nochmal drüber gehen. Ja, fertig. Also ich finde, sie hat schon nach der ersten Schicht ziemlich gut abgedeckt, was ich abgedeckt haben möchte. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist eine mittlere Deckkraft. Man kann die auch schichten und vielleicht einzelne Stellen nochmal abdecken. Aber bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Mittlere bis hohe Deckkraft steht hier, stimmt. Mittlere bis hohe Deckkraft. Ich würde tatsächlich sagen, auf jeden Fall mittlere Deckkraft. Und wenn ich das Ganze nochmal schichten würde, ja, also noch eine ganze, das ganze Gesicht, dann denke ich mal, würde sie auch eine höhere Deckkraft erreichen. So, ich muss jetzt mal eben, obwohl, das ist doch so schön, wenn die Sonne einmal rauskommt, das dann auszunutzen. herrlich. Man spürt sofort die Wärme der Sonne. Schön. Sehr schön. So, den Rest werde ich jetzt abnehmen von meiner Hand. Also waren insgesamt 2 Pumphübe oder 1,5 eher fürs ganze Gesicht. Und ja, damit ich weitermachen kann, werde ich die Gardinen zuziehen. Dann sieht man nichts. Ja, ich hoffe, man kann trotzdem noch was erkennen. Ich denke schon. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Auftrag, mit dem Gefühl. Es fühlt sich sehr leicht an. Pflege ist da, finde ich. Man spürt es. Und jetzt werde ich mich einfach mal zu Ende schminken und gebe mein kurzes Fazit ab. Ein Langzeittest wird es nicht werden, sondern eher ein First Impression. Aber ich denke, das Make-up wird diese 12 Stunden, denke ich mal, auf jeden Fall halten. 12 Stunden, finde ich, sollte auch schon drin sein bei einem normalen Make-up. Ich bin jetzt fertig geschminkt und jetzt kommt mein Fazit zu dieser Essence Fresh and Fit Foundation mit Niacinamid. Also ich finde, die Deckkraft ist sehr gut. Es ist jetzt keine extrem hohe Deckkraft, aber mittlere Deckkraft definitiv. Man kann die auch wunderbar schichten. Punktuell auf jeden Fall und schöne Übergänge daraus zaubern, so dass man halt nicht maskenhaft aussieht, wenn man jetzt noch eine Schicht aufträgt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine extra zweite Schicht aufgetragen, weil mir das dann zu viel wert für mich persönlich. Aber so punktuell Errötungen abdecken, das geht mit dieser Foundation wirklich sehr gut. Und allerdings, wenn man jetzt so ein bisschen trockene, wenn man trockene Stellen hat, betont ein bisschen, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Weil sie ja auch diese Pflege in sich hat, ist sie eigentlich auch sehr gut geeignet für trockene Häutchen, finde ich. Weil ich bin ein trockenes Häutchen und ja, also bei mir werden keine trockenen Stellen betont, obwohl ich trockene Stellen habe. Im Vergleich zu anderen Make-ups, die ich in letzter Zeit getestet habe, ist diese Foundation wirklich geeignet für trockene Häutchen. Unter anderem. Ne, wirklich. Aber ich denke mal, aufgrund dieser pflegenden Wirkstoffe, die in dieser Foundation enthalten sind. Genau, und 4 Euro, hallo, knapp 5 Euro für eine Foundation, 30 Milliliter, ist ein Schnapper. Also
Das lohnt sich auf jeden Fall, diese Foundation sich mal näher anzuschauen. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde, das ist eine günstige, also vom eine gute Foundation mit mittlerer Deckkraft und Pflege zu einem super günstigen Preis. Genau. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.